Es war schon gigantisch. Ich habe nie erlebt, die 44 Jahre. Ich fühle mich ein bisschen unbehaglich, weil ich das sonst nur in den Nachrichten gesehen habe, wenn es irgendwo anders überschwemmt ist. Und jetzt ist es so nah, einmal 5 Kilometer fahren und dann ist man schon da und schon haben die Leute so viel Leid. Angst haben wir schon gehabt, weil der Hinde war 3 Meter vor der Haustüre. Und dann ab 21 Uhr am Sonntagabend war Stillstand und also ab Mitternacht ist es wieder leicht zurückgegangen. Und jetzt ist alles bestens wieder. Also natürlich atmet jetzt jeder auf und ist froh zum Teil, dass es doch noch glimpflich abgelaufen ist. Zum Beispiel wie bei mir jetzt ist nur der Keller vollgelaufen und die Wohnung wurde nicht betroffen. Und die Stimmung ist jetzt natürlich besser, weil man jetzt weiß, jetzt geht alles wieder zurück. Ein leichtes Aufatmen ist bei vielen Menschen in der Region nach der kritischen Hochwasserlage zu spüren. In Kolbermoor ist die Lage zum Teil noch angespannt. Jetzt werden halt die Schäden sichtbar, das Wasser, der Pegel geht zurück. Jetzt sind wir mit allen verfügbaren Einsatzkräften daran, Keller auszupumpen, mit E.ON Bayern unterwegs, eine Truppe, der die Sicherungen wieder einsichert. Die Häuser haben ja keinen Strom, sodass wir auch das klären müssen. Wir können aber nicht einfach die Sicherungen reintun, sondern da muss also mit der Feuerwehr geklärt sein, dass der Kellerraum ausgepumpt ist. Es muss mit der Betriebsstelle, mit den Monteuren von E.ON geklärt sein, dass wir auch die richtigen Häuser einschalten. Also alles das läuft derzeit. Wegen der Aufräumarbeiten kommt es zum Teil zu Straßensperrungen. Hier bittet der Bürgermeister um Verständnis. Jetzt geht es darum, dass wir die Schäden beseitigen und nicht darum, dass ich schnell von A nach B komme, um der Tante Grüß Gott zu sagen. Und auch an die Schaulustigen hat Peter Klo eine Bitte. Gerade diese Dammbereiche, die überflutet worden sind, sie sind sicher, diese Dämme, sie stehen sicher. Es wird hier keine größere Gefahr ausgehen, wenn nicht die Menschen drauf rumtrampeln, wenn sie nicht an den Dämmen rumgehen. Also bitte auch für die Sonntagsspaziergänge oder die Nachmittagsspaziergänge nicht auf den Dämmen spazieren gehen. Wir brauchen diese Dämme als Überflutungsfläche, beziehungsweise wir brauchen sie, um die Einsatzkräfte dort arbeiten zu lassen.